der Birnenbaum, unser Sorgenkind. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es ihm nicht an den Kragen, sondern wir werden das Bestmögliche versuchen, ihm zu geben, um ihn zu retten, auf gut Deutsch gesagt. So, ich habe jetzt durchgespült, ich glaube 10 Mal insgesamt. Wir sind jetzt auf dem Wert von 450 Mikrosiemens. Das entspricht in etwa dem des Bergwassers, das wir haben, weil zuletzt habe ich das Bergwasser nochmal durchspülen laufen lassen. Und ja, das heißt, wir werden ihn heute umtopfen in einen größeren Topf mit einem Spezialsubstrat. Wir kennen Kokoserde, wir kennen Vulkatec-Kakteen Premium Substrat und wir kennen Fiboterm. Und diese drei Varianten werden wir benutzen aus einem ganz einfachen Grund. Kokoserde, damit wir Erde haben. Das Fiboterm, um mehr Luft reinzubekommen, um das Ganze auf Dauer locker zu halten. Und Vulkatec-Kakteen Premium Substrat, um Mineralstoffe reinzubringen in die Erde und den Topf auch etwas schwerer zu machen, damit er uns beim Wind nicht jedes Mal sofort umfällt. Das ist nämlich auch ein Fakt, den man tatsächlich auch mal berücksichtigen sollte, wenn die Klamotten ein bisschen größer werden. Dann sollte der Topf auch dementsprechend etwas schwerer sein, dann fallen einem die Sachen nicht ganz so schnell um. Oh Mann, so, ich werde das vorbereiten. Kokoserde liegt hier, andere Klamotten habe ich auch. Die Erde für den Birnenbaum habe ich allerdings schon vorbereitet, nur ich muss neu ansetzen jetzt für das nächste Projekt, dann, damit ich fortlaufend was Neues habe. Sonst werde ich das jetzt sofort verbrauchen und nachher sage ich, oh, ich muss da was umtopfen, dann habe ich wieder nichts. Von daher setze ich sofort Neues an und dann, ja, fangen wir jetzt sofort an. Oh Mann, heute ist ein richtig schöner, warmer Tag. Morgen soll es voraussichtlich Regen geben, vielleicht auch Gewitter. Das wäre natürlich der Burner. Ach so, und dazu ganz kurz erwähnen, ich habe das auf Instagram gestern schon mal geschrieben, im Film. Ganz wichtig, wenn es Regen gibt, schließt eure Schleusen fürs Regenwasser, was ihr auffangt. Erst wenn alles sauber geregnet ist, dann dürft ihr die Schleusen öffnen, da wo ihr das Wasser entnehmt, logischerweise, nicht wahr? Denn ansonsten kommt aus der Luft ganz viel Dreck und was auf den Dächern und sonst wo sich jetzt abgelagert hat, das kommt alles mit ins Regenwasser rein. Dementsprechend habt ihr anschließend innerhalb von 3 Tagen Jauche und die könnt ihr zum Gießen dann gar nicht mehr verwenden. Und von daher wirklich darauf achten, also lasst erstmal alles richtig sauber regnen und dann könnt ihr eure Schleusen öffnen und das Regenwasser auffangen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. So, die Akeleien, die müssen gedüngt werden übrigens. Sind etwas zu blass um die Ohren. Das habe ich jetzt gerade festgestellt heute Morgen. Ja, sie waren ja bei 300 Mikrosiemens, eine glaube ich bei 600. Also die kriegen heute auch Nährstoffe. So, also it is so it is. Ach, das Coolste ist auch mit dem Apfelbaum hier. Der steht ja jetzt im Untersetzer. Ich hatte ihn vor kurzem gedüngt und hier gehe ich jetzt dazu über, das genauso wie im Haus zu machen. Also öfters zu düngen und auch hier nachzumessen, um etwas zu lernen im Laufe des Jahres. Dass wir nicht pauschal einfach düngen, sondern wirklich mal gezielter das Ganze angehen. So, oh Mann, oh, es gibt eine Menge zu tun heute Morgen. Ich sag's euch, so, da unten steht der Eimer. Da ist die fertige Kokoserde. Ach so, übrigens, die habe ich jetzt heute Morgen noch 2 Mal durchgespült. Auch hier sind wir jetzt bei 400 Mikrosiemens etwa. Und ich habe jetzt Steine draufgelegt, um das Ganze zu beschweren, um das Restwasser hier einfach rauszudrücken. Ne? Das geht also genial, auch in so einem großen Topf. Das ist total cool. Da kannst du das Wasser so viel wie möglich hier rausquetschen, damit du auch ordentlich arbeiten kannst und keine nasse Pampe hast. Okay? So, let's get ready to start. Patsch. Machen wir jetzt heute mal eine Großaufnahme. So, ich habe jetzt hier die Kokoserde. Ich habe jetzt keine genauen Angaben. Ich mache das Pi mal Daumen, so wie es gleich passt. Ne? So, rein damit. Dann nehme ich jetzt hier unser Vulkatec-Kakteen Premium Substrat. Das dürfte von der Menge her vielleicht 1/10 sein. Und im Ganzen packen wir jetzt noch Fiboterm zu. Da weiß ich noch nicht genau wie viel. Das mache ich auch, wie gesagt, Pi mal Daumen. Ich bleib mal gucken. Machen wir auch hier erstmal 1/10. Ganz einfach, um ein bisschen Luft da reinzukriegen auch. Ne? Wenn es dann mal mehr regnet, dass das nicht zu nass wird, das Ganze. Ja, jetzt heißt es erstmal mischen. Und wenn ich das fertig habe, dann schauen wir uns gleich mal an, wie das ausschaut. Da ist in so einer Wanne natürlich angenehm. Ne? Die ist schön breit und lang. Da kannst du mit der Schippe gut drin arbeiten. So, guck mal an. Das mache ich jetzt fertig eben. Urgesteinsmehl kommt auch noch. Das streue ich hinter oben auf den Topf drauf. Das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Da müsste ich erst wieder reinlatschen. Da habe ich gerade keinen Bock zu. Das ist aber nicht so schlimm. Das können wir oben drauf noch streuen später. Das ist nicht so wild. So, okay. Dann mische ich das mal eben zu Ende. Und dann geht es da gleich weiter. Yippie-yay. Da mache ich gleich weiter. Ich will mal kurz was zeigen. Die Apfelbeere. Wie wunderschön die jetzt anfängt zu blühen. Das ist so herrlich anzusehen. Richtig genial. So, und dann noch was ganz kurz so nebenbei.
Hier hatte ich anderen Kohlrabi noch eingesetzt. Und zwar, hier quält die Kokoserde auf. Das kann in Ruhe passieren, das hier. Unser Lavendel, er ist wieder am Austreiben. Ich dachte erst, er wird kaputt gehen wie jedes Jahr. Es sieht jedes Jahr so aus, ne? Und dann kommt er doch wieder. Ist allerdings eine Menge Beikraut unten drin. Da muss ich nachher mal Hand anlegen und das sauber machen. Jo, siehst du wohl. So schaut es jetzt aus. Fehlt nur noch der Baum. Hier haben wir unseren neuen Topf. Hier unser Substrat, das wir gemischt haben. Das gucken wir uns erstmal ein bisschen näher an, dass man das so augenscheinlich mal sehen kann, wie das ausschaut von der Struktur. Ich versuche es mal so nah wie möglich. Das müsste eigentlich ausreichen. Moment, mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Wo ist das? Da, guck mal. Siehst du wohl? Schön fluffig strukturiert mit dem Fiboterm und dem Vulcatecactin Premium Substrat gemischt. Ergibt das eine schöne, lockere, aber dennoch recht, ja, ich sag mal, etwas schwerere Erde in dem Sinne, ne? Substrat, was wir jetzt hier gemischt haben. Ja, das ist also richtig gut. Würde ich allerdings nicht für jede Pflanze nehmen, jetzt speziell für die Obstbäume oder für Rosen oder solchen Sachen auf jeden Fall. Das muss man also nicht bei jeder Pflanze machen, aber hier ist es tatsächlich ratsam, das Ganze so zu handhaben, um die Pflanze in dem Sinne ganzjährig besser versorgen zu können. Okay, natürlich fehlen jetzt noch Nährstoffe hier drin. Wollen wir mal nachher mal gucken. Okay, dann holen wir uns jetzt das Bäumchen. Hier wollte ich heute Morgen eigentlich schon gegossen haben, aber ich komme nicht dazu. Ich komme einfach nicht dazu, nichts zu machen. Die kommen hier ständig an und sind am Tanken. Was mache ich denn jetzt? Ach, jo, ganz einfach. Auf die einfachsten Ideen kommen manchmal auch nicht. Ne? Ich nehme einfach eine Schale und stelle sie dort rein. Dann können sie sich vollsaugen mit Wasser. Das geht natürlich auch. Und dann können die Bienen in Ruhe weiter hier trinken. Aber cool, ne? Also das ist echt heavy, wie viele Bienen hier rumtouren. Und die sind also konzentriert wirklich nur am Wasser holen. Nichts anderes. Okay, dann geht es da jetzt weiter hier. Da kommt das Bäumchen schon. So, ich habe ihn vorhin schon mal rausgeholt, damit das Wasser noch ein bisschen abziehen kann. Ich habe das Ganze auf ein Handtuch gestellt, dass es nicht zu nass ist, aber das ist jetzt okay soweit. So, viele Wurzeln in dem Sinne, die saugfähig sind, sehen wir hier nicht. Deswegen ist die Pflanze auch am Leiden. Da brauche ich auch keine Nahaufnahme machen, da siehst du wirklich nichts. Das ist, hier unten hängen so ein paar Würzelchen, aber das ist auch nicht der Burner. Die sind zum Teil auch schon bräunlich. Was hat man hier drin? Über 4000 Mikrosiemens, glaube ich, oder noch mehr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall musste er wirklich dringend gespült werden, damit der ganze Mist, der hier drin war, rauskam. Weil ist jetzt raus, ne? Und von daher können wir ihn jetzt so, wie er ist, einpflanzen. Die Erde ist komplett durchgespült, da brauchen wir so keine Bange haben. Ich muss gerade noch mal was anderes machen, bevor ich hier weitermache. Moment. Bevor ich das vergesse, möchte ich den Apfelbaum jetzt erst noch mal versorgen. Wir nehmen Kompo Complete, ganz einfach, weil es besser ist. Ist so, ne? So, wenn du hier anfängst, biologisch zu düngen, hast du nicht gesehen, da weißt du nicht, was wirklich Sache ist. Und von daher ist das so auf jeden Fall besser. Ich habe es nach den Angaben des Herstellers angesetzt, mit reinem Wasser, in dem Sinne Regenwasser, was wir noch haben, hatten. Da ist zum größten Teil jetzt auch schon Osmosewasser drin in der Tonne. Bei 1700 Mikrosiemens. Und das Ganze düngen wir jetzt. Aus einem ganz einfachen Grund, ich hatte, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag das Ganze schon mal gemacht. Und dann auch jeden Tag wieder gegossen. Er verbraucht sehr viel Wasser jetzt bei der Wärme. Und man kann es den Blättern schon ansehen, die neuen Blätter, dass die schon etwas kräftiger geworden sind, aber noch nicht so, wie es sein soll. Und von daher bin ich dazu übergegangen, das jetzt nochmal zu machen, so lange, bis wir unten messen können. Und da gucken wir gleich mal, ob der Wert in etwa so geblieben ist oder gesunken ist oder wie auch immer. Das können wir gleich dann tatsächlich feststellen. So, siehst du wohl. Dann lassen wir das erstmal stehen hier und pflanzen gemeinsam das Birnenbäumchen hier ein. Ja, ob wir hier düngen sollen oder nicht. Das Problem ist, wenn keine Saugwurzeln da sind, kann der Baum auch nichts aufnehmen. Und ich sehe wirklich keinerlei Saugwurzeln, überhaupt nicht. Also dürfen wir hier noch nicht düngen. Wir haben das runtergefahren auf, was ich vorhin gesagt, 450 Mikrosiemens, glaube ich jetzt. Das heißt also, er wird dann auch nur mit Regenwasser gleich angegossen erstmal. Und dann müssen wir abwarten, wann wir sehen, dass er tatsächlich sich etwas besser im Wachstum befindet. Wenn das gegeben ist, dann können wir auch anfangen, den Kandidaten hier zu düngen. So, siehst du wohl, weiter geht's. Die sind so hübsch, die Akeleien, die werde ich gleich auf jeden Fall auch düngen. Pass mal auf, aber die kriegen nicht ganz so viel, müssen wir mal gucken. So, dann kommen wir noch mal kurz zu dem Apfelbaum. Ich habe gerade nachgemessen, hier ist jetzt recht viel Wasser drin, wir sehen. Ne? Und wir sind hier bei 1000 Mikrosiemens nach dem Durchgießen hier. Ne?
Also ist es definitiv nicht zu viel. Ja, manchmal kann man es den Bäumen auch einfach ansehen, ob die etwas brauchen oder nicht. Ich kann das jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ungefähr hinbekomme, so ein bisschen vielleicht. Ne? Hier sind die Blätter auch so ein bisschen fleckig noch. Also das ist, der Neuaustrieb sieht tatsächlich schon besser aus. Ja, okay, jetzt im Untersetzer, wie gesagt, können wir das Ganze natürlich richtig angehen. Ne? Damals habe ich das sporadisch gedüngt, einmal die Woche, manchmal auch nur alle 2 oder 3 Wochen, wenn ich es verpeilt habe. Und jetzt, da wir nachmessen können, was tatsächlich im Wasser gegeben ist, ist es natürlich wesentlich einfacher. Ne? Okay. Jetzt sind wir nochmal hier. Pass mal, wir gehen einmal rum kurz, aus einem ganz einfachen Grund. Ich möchte kurz erklären. Es ist immer am einfachsten, wenn man sieht und dann darlegt, erzählt. Ist einfacher, ne? Als, pass mal auf, ich hoffe, ich kriege es jetzt auch drauf. Ich habe jetzt hier oben so ein bisschen Erde abgezogen. Also die ist also nicht wirklich Wurzeln in dem Sinne. Ne? Man sieht hier zwar alte Wurzeln, die sind alle braun. Ich habe aber gerade festgestellt, mal gucken, ob das, hier jetzt auch so der Fall ist. Ja, jetzt ist natürlich ohne Licht, warte mal. Ein bisschen gedreht. So. Da. Da sind feine Saugwurzeln. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Hier auch in dem Bereich. Ne? Das ist der Grund, warum ich hier die Erde nicht abmache, sondern wir sie durchgespült haben. So lange, bis der ganze Mist rausgekommen ist. Die Erde bleibt hier dran, auf jeden Fall. Ich kann jetzt die Oberfläche noch ein bisschen abnehmen hier, aber dann ist auch gut, ne? Und dann können wir den tatsächlich so einpflanzen. Das kurz deswegen, weil ich die Erde nicht abmache, dass man das verstehen kann, ne? Okay. Ja, so kann es weitergehen. Übrigens, seitdem ich angefangen habe zu filmen und zu erklären, was ich mache, dass man das also, ne, in der Sprache auch hört, bin ich natürlich gehe ich mehr in die Tiefe bei des Ganzen, ne, selber auch. Weil es natürlich, ich muss, wenn ich etwas sage, auch begründen können. So, warte mal, bevor wir die Erde reinfüllen, gucke ich mal eben, wie viel wir hier tatsächlich reinfüllen. Das sind ungefähr knapp 10 cm. So, packen wir das Ganze unten rein. Du kannst hier Substrat, was wir jetzt gemischt haben, was natürlich total genial ist, für alle Pflanzen verwenden in dem Sinne. Ne? Wenn man sich den Aufwand nicht machen möchte, musst du nicht. Für spezielle Pflanzen, wie gesagt, Rosen und so. Ansonsten kannst du alles da reinpflanzen, alles. So, passt das jetzt von der Höhe her? Den Stock liegen, ja, warte mal. Hier habe ich doch einen Stock liegen. So, pass mal auf. Dass wir den nicht zu tief setzen. Oh ja, da kann er ein bisschen rein. Dass wir den nicht zu tief setzen hier. Das dürfte jetzt aber passen. Pass mal auf. So, ein kleines bisschen noch. Das ist, so kann man sich verschätzen, ne? Da hilft so ein Stock dann auch. So, jetzt reicht's aber. Jetzt ist aber gut hier. Nicht, dass er gleich doch zu viel ist. Wobei setze ich ja noch ein bisschen. Wir drücken das aber nicht platt. Wir lassen das Substrat schön locker, ne? Okay, warte mal. Ich mache mal eben die Erde noch hier oben ab. Aber das mit dem Durchspülen ist schon wichtig. Wenn du so einen Kandidaten hast wie diesen hier, ne? Der halt wirklich am Leiden war. Und das war tatsächlich eine Überkonzentration an Salzen hier drin. Woher sie genau kommen, das kann ich nicht sagen, weil wir haben die Pflanze ja so gekauft. Ne? Nicht, dass einer denkt, ich hätte das selber so fabriziert. Wir haben ja auch einen Film dazu gemacht, als wir sie gekauft haben, als wir das dann auch festgestellt haben. Deswegen ist es also schon, wenn man es machen kann, besser, wenn man sich etwas kaufen lässt, dann tatsächlich nachmisst. Guck mal, passt ja wunderbar. Nachmisst, ne? So, siehst du wohl. Gucken, dass er einigermaßen gerade steht. Dann füllen wir den Rest auf. Ja, das ist schon besser, wenn er lockeres Substrat bekommt. Vor allem, umso größer die Töpfe dann werden, ne? Und er muss einen großen Topf haben, damit er ordentlich versorgt werden kann. Und ich werde voraussichtlich auch die Akeleien, nein, die hat die Farbe nicht geändert. Ich habe dreierlei davon. Die hat man uns auch gekauft, im Zuge genauso wie die Birne hier. Die werde ich auch noch umtopfen, denn hier muss ich also tatsächlich jeden Tag gießen, den ganzen Untersetzer voll. Stehen am Untersetzer, auf dem Untersetzer, nicht eben, auf dem Untersetzer, in dem Sinne schon eben. Und wie gesagt, da muss also jeden Tag voll gießen, den Untersetzer. Und von daher kriegen die auch einen größeren Topf. So. Den Rand andrücken, logischerweise, ne? Aber nicht jetzt alles hier Bomben festdrücken. Den Rand sollten wir schon andrücken. Und wir gucken auch, dass wir hier oben nach Möglichkeit nicht viel draufpacken auf die ursprüngliche Höhe hier, ne? Wo die Pflanze also jetzt hier Oberkante ist in dem Sinne, die Pflanze und die Erde. Eine kleine Schicht oben drüber, damit das ein bisschen geschützt ist, ne? Denn wir haben ja gesehen, dass sich darunter tatsächlich schon Saugwurzeln befinden, aber nicht so viele. Von daher sehen wir also vom Düngen ab und wir haben ja hier im mineralischen Substrat auch was drin. Von daher messe ich nachher auch mal nach, wenn wir das angegossen haben, was da unten durchläuft, was wir da noch messen können. So, boah, jetzt mal eine kurze Pause. Ja, Mann, es ist so, ne? Wenn du was zeigst und erzählst, dann musst du auch wissen, was du sagst. Und von daher ist das nicht immer ganz so einfach, aber es läuft.
kommen wir jetzt zum Angießen. Ich messe noch mal kurz, damit ich sicher bin. Ja, knapp 50 Mikrosiemens haben wir hier drin. Das ist also aus der Regentonne. Wobei, wie gesagt, das meiste schon Osmosewasser ist da drin. So, jetzt gießen wir das Ganze vorsichtig erstmal an. Ja, vorsichtig, warum? Weil ich jetzt nicht zu viel hier reingießen möchte. Nicht, dass mir gleich der Untersetzer überläuft in dem Sinne. Von da warte ich jetzt gleich mal ein bisschen ab. Und dann messen wir mal, was wir dann hier noch herausbekommen. So, sobald wir genug drin haben, zeige ich euch das dann. Was habe ich denn jetzt hier reingegossen? Warte mal, ich gucke gerade mal. Ja, knapp 5 Liter. Knapp 5 Liter. Also ich habe jetzt auch nicht mehr reingegossen. Ich habe jetzt gewartet die ganze Zeit und jetzt steht da unten schon Wasser drin. Dann muss ich mal gucken, wo ich hier messen kann. Das war nicht zu viel Wasser hier reingegossen. Das geht hier wunderbar. Ja, wir sind hier bei 460 Mikrosiemens. Das ist also okay. Das heißt, wir können dann theoretisch bald aufdüngen. Aber wir müssen erstmal warten, wie die Pflanze jetzt darauf reagiert. Es soll ja sowieso bald Regen geben, von daher warten wir mal ab. Also heute bekommt er erstmal noch keinen Dünger. Der Birnenbaum. So, mal abwarten, wie er sich jetzt tatsächlich entwickelt, dass wir das auch gemeinsam verfolgen können. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Pass mal auf, wir wollten ja den, der hier vorne steht und blüht, den Apfelbaum auch noch umtopfen. Die Erde reicht dafür jetzt aber nicht mehr aus. Und ich wollte jetzt nicht nochmal neue anmischen dafür extra. Das mache ich dann nächsten Tage. Läuft ja nicht weg, er steht auch in einem Topf, von daher ist das nicht so wild. So, dann kommen wir nämlich zu dem Schätzchen. Ich mag hier eigentlich keine pieksigen Sachen. Ne? So, das ist ein Kandidat. Den habe ich bekommen. Der war ja schon sehr trocken und auch das Nadelwerk sah nicht mehr so gut aus hier bei den Bäumchen. Und wir gießen ja mit effektiven Mikroorganismen grundsätzlich. Also immer in jedem Gießverfahren sind effektive Mikroorganismen im Wasser mit dabei. In einer relativ geringen Konzentration. Also bei 300 Liter sind vielleicht 200 Milliliter davon drin. Also gar nicht so viel in dem Sinne. Aber wie gesagt, die Sachen werden kontinuierlich damit gegossen. Egal ob gedüngt wird oder nicht gedüngt wird, immer ist das mit dabei. Und es hat sich so gezeigt bei uns, dass das tatsächlich für die Pflanzen richtig gut ist. Sie machen wesentlich besseres Wurzelwachstum. Und das erhoffe ich mir jetzt auch von der Birne, dass diese effektiven Mikroorganismen tatsächlich da auch Reaktionen zeigen dann an dem Baum. So, ich zeige euch den Kandidaten jetzt mal von nah. Wie gesagt, er war fast am Kaputtgehen gewesen. Im Herbst habe ich den bekommen. Stand auch einen ganzen Winter draußen hier unten, ne? Auf dem Fußboden, hier bei dem Podest. Und ja, jetzt habe ich gerade mal so, dachte mir, machst du noch was mit oder nicht, weil ich mag die eigentlich nicht, so pieksige Sachen. Aber als ich das gerade gesehen habe, dachte ich mir, okay, komm, darf's dabei sein. So schaut der Kandidat jetzt aus. Wunderschönes Grün, wunderschönes helles Grün im Austrieb, richtig schick anzusehen, das gefällt mir richtig gut. Nein, ich mache da keinen Bonsai von. Nein, auf keinen Fall. Wie gesagt, bei so pieksigen Sachen, das ist nicht so mein Ding. Aber als Bäumchen insgesamt finde ich den cool. Das Schöne ist bei den Fichten, auch bei diesen Zuckerhutfichten, auch die kann man schneiden und klein halten. Ne? Müssen nicht immer jedes Jahr ein bisschen weiter wachsen. Man kann sie auch tatsächlich schneiden. So, hinten ist ein Ast, der ist abgetrocknet. Den nehme ich gleich raus. Und jetzt nehmen wir auch mal die Pflanze aus dem Topf raus. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme, dass wir ein bisschen näher betrachten können. Das ist ein bisschen schattig. Also schön, ne? Vom Austrieb her richtig schick. Das sieht so genial aus. So, und dann schauen wir uns jetzt mal den Wurzelbereich an, wie der sich gemacht hat. So, guck dir das mal an, was der wieder wunderschöne Wurzeln jetzt ausbildet. Ne? Das ist also richtig herrlich anzusehen. Ja, das macht richtig Freude, ne? Da hat man Spaß dran. Das heißt, im Klartext werden ihn auch jetzt dann in das Mineralsubstrat hineinpflanzen, was wir eben auch für den Birnenbaum genommen haben. Oh, ich finde ihn doch schick, so als Pflanze in dem Sinne, ne? Aber wie gesagt, Bonsai, nee, ist dann doch nicht so meins, ne? Von daher topfen wir den jetzt auch gemeinsam um. Und auch einen relativ großen Topf, auch etwas höheren Topf, damit er besser versorgt ist. Ne? Den habe ich noch von den Rosen übrig hier und den pflanzen wir jetzt gleich hier hinein. So kann es gehen. Ne? Plötzlich verliebt man sich in eine Pflanze. Okay, also Moment, einen Trockner wollten wir noch rausschneiden hier. Man das so einigermaßen sehen. So, siehst du wohl. Ist das soweit okay. Ich habe schon mal Substrat hier eingefüllt, damit das jetzt nicht so lange dauert. Ne? Okay, dann setzen wir den jetzt oben drauf, gucken, dass wir einen Gießrand behalten auf jeden Fall. Ne, wenn er etwas größer wird, dann verbraucht er auch sehr viel Wasser. Und von daher besser mit Gießrand. Aber ist ja eigentlich generell bei Pflanzen. Ne? Das ist ja auch logisch. Das sollte man schon wissen. Ne? Siehst du. 1, 2, 3. Und dann können wir mal beobachten, wie das Pflänzchen sich jetzt im Laufe der nächsten Jahre entwickelt mit diesem Substrat. Müssen wir nur daran denken, wenn wir das nächste Mal das Ganze machen, dass wir dann das gleiche Substrat wieder verwenden. Also wenn wir ihn wieder umtopfen. Ne? Wenn wir ihn wieder umtopfen. So.
gleich angießen. Das steht übrigens hier, weil das ist unser Weidenzaun, der Zickzack-Weidenzaun, ne? Aus unserem Arrangement, was wir gemacht hatten. So, gut angießen. Düngen brauche ich jetzt nicht. Ich hatte ihn gedüngt gehabt, vorhin sogar. Ja, und da fiel mir das dann auf. Und von daher kriegt er jetzt erstmal nur Wasser zum Angießen und dann ist soweit. Also auch so lange, bis es unten rausläuft, aber ein bisschen warten, ne? Weil manchmal läuft das ganz schnell nach. Gerade bei diesem Substrat hier, weil das so fluffig und locker ist, geht sehr viel Wasser durch. Bei der Birne ist jetzt der ganze Untersetzer voll, interessanterweise. Ne? Also das Substrat saugt nicht ganz so viel Wasser, es hält einfach mehr Luft und das ist natürlich richtig genial. Das heißt, ich warte jetzt erstmal ab, wenn hier Wasser durchkommt, ist okay, wenn ich gieße gleich noch ein bisschen nach. Ja, das war schon eine coole Aktion hier mit dem. Ne? Das ist richtig schick. Richtig schick. Das ist richtig genial. Ja, die Mammutbäumchen werden es wahrscheinlich nicht schaffen, genauso wie diese Zickzackweiden, wobei sie sind hier im unteren Bereich noch grün, aber das ist nicht so wichtig. Hier ging es ja nur um das Bild eigentlich. Ne? Auch die Buchsbäume hinten, die werden mit Sicherheit nicht wachsen. Aber was wächst, wächst, ist ja nur zum Angucken gedacht. Ne? Was wächst, wächst, was nicht, eben nicht. Und dann werden wir das Bild einfach mal verändern bei Zeiten. Dass wir da mal ein bisschen was anderes sehen können dann. So, kriegen wir das noch ein bisschen näher drauf, einfach mal kurz. So, siehst du wohl, ne? Das ist doch schick. Ja, der Rosmarin, er blüht endlich wunderschön blau. Ich habe ja schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass es noch passiert, aber es ist tatsächlich jetzt soweit. Er ist wunderhübsch, das holen wir uns jetzt mal näher ran im Bild. Ich bleibe hier stehen so lange. Ja, ein herrliches, herrliches Blau. Und somit haben wir jetzt auch hier für die Wildbienen, sehe ich gerade, tatsächlich Nahrung. Ach, das ist ja schön anzusehen. Siehst du, ich will wahrscheinlich gleich weg sein, wenn ich hier die andere Aufnahme mache. Aber ist cool. Ne? So, und jetzt kommen wir von den etwas größeren Bäumchen zu einem kleineren Bäumchen, was wir gerade gesehen haben, die Fichte, die Zuckerhutfichte. Wir haben ja noch ein paar andere Bäumchen, die wir vor kurzem rausgenommen haben aus der Erde. Hä? Ob das so klappt noch? Hm? Schauen wir mal. Und das macht so viel Spaß draußen. Jetzt guck mal, hier haben wir die Roteiche, die amerikanische Eiche, die wir vor kurzem geschenkt bekommen hatten, gewonnen hatten. Ja, kam ja per Post, wurzelnackt, haben wir eingepflanzt hier ins Fiboterm-Kokos-Substrat. Steht im Anstau, müsste jetzt wieder Wasser rein. Steht noch absonnig im Schatten, ja, logisch, ganz klarer Fall. Dann hier die Eichen, die wir bei uns rausgenommen haben. Ich halte meine Hand dahinter, guck mal, wie wunderschön die sind. Ja. Richtig schick. Hallo Emilia. So, ja, die stehen nur gerade noch nicht im Anstau. Müsste ich mal ein paar Untersetzer holen von drinnen. Und hier ist die andere Eiche, auch die sieht richtig gut aus. Ah, das ist schon cool, ne? Dass das also auch geht, wenn sie tatsächlich schon im Laub sich befinden. Wenn man damit ordentlich umgeht. Aber die stehen auch absonnig, logischerweise. Ne? So, ich muss mal eben gießen, bevor ich das gleich wieder vergesse. Dann habe ich die schon mal versorgt, dann kommen die sofort wieder absonnig gestellt. Das ist also schon ganz wichtig, dass man darauf achtet bei solchen Aktionen. Aber das ist schon herrlich. So, ruhig gießen, bis Wasser unten rausläuft. Düngen tun wir hier im Moment noch nicht. Die sollen erstmal anwachsen ordentlich. So, dann kann der auch hier Wasser reinhaben. Und der kann tatsächlich also auch im Anstau hier stehen. Nicht hier, im Schatten. Ne? Okay. Einen haben wir heute noch, und zwar sind das die Mammutbäumchen Metasequoia glyptostroboides, die wir im Herbst im Haus zur Aussaat gebracht haben, im Haus großgezogen haben, und heute kommen sie nach draußen, aber auch hier ganz vorsichtig erstmal absonnig. Ne? So, jetzt haben wir sie hier im Vulcatecacteen Premium Substrat. Das sind drei, also zwei etwas größer und ein ganz kleiner. Ich werde die jetzt aber nicht auseinandernehmen, sondern wir pflanzen jetzt einfach hier in einen Topf hinein, gemeinsam. Ne? Dann können sie sich dort erstmal weiterentwickeln. Dann müssen wir mal gucken später, wenn sie etwas größer geworden sind, wie wir sie dann einpflanzen. Ne? Die werden nicht viele Wurzeln haben, die Sämlinge. Von daher nehmen wir das Ganze jetzt einfach. Stellen das jetzt zack, bumm rein hier. Hast du das gesehen? So einfach geht das, ne? Wenn man weiß wie. So, dann füllen wir das mit dem Substrat auf. Und somit haben wir das Ganze schon fertig. Angießen, klarer Fall. So, dann habe ich die nämlich jetzt auch tatsächlich mal untergebracht. Da habe ich mal ein bisschen Platz im Haus, ne? So, mal gucken, ob wir sie stehen oder nicht. Da weiß ich gerade noch nicht. Jetzt müssen wir sowieso noch nicht machen. Die können ruhig hier dementsprechend erstmal, das ist Wasserlauf draus, können ruhig ein bisschen runterhängen. Das ist nicht so tragisch. Aber auch hier ganz wichtig, absonnig, ne? Logisch. So, siehst du wohl. Ich glaube, jetzt haben wir auch genug mit Bäumchen heute. Ich wollte eigentlich noch Kartoffeln machen, aber ja, das würde jetzt nicht passen im Film. Ne? Von daher, so, wie alt sind die jetzt? Da steht da drauf. 2.11.2019 war die Aussaat. 2.11. Ne? Okay. Es war doch noch nicht der letzte. Wir haben noch den Malus Thuringo, den wir zum Bonsai vorbereiten.
Da er jetzt recht wenig Wurzeln hat, kommt er jetzt in diese Schale hier rein, damit er ein bisschen mehr Platz hat, um sich erstmal wieder zu entwickeln. Ne? Siehst du wohl. Ja, 1, 2, 3 haben wir einen wieder mehr. Ne? So kann das gehen. Ja gut, wenn man so ein bisschen Substrat hat, dass man vielseitig verwenden kann. Vorsichtig andrücken das Ganze und sofort einschlemmen. Ich pflanze ihn jetzt erstmal schräg ein, weil ich davon ausgehe, dass das später so bleiben wird. Und auch den Kandidaten müssen wir jetzt sofort angießen. Und auch der kommt natürlich absonnig gestellt. Ganz klarer Fall. Wo ich jetzt die Gießkanne? Moment, weil ich will jetzt Feierabend machen. Schluss für heute. Ist Schluss für heute. Siehst du wohl. Ne? 1, 2, 3. Und auch hier werden wir mal gucken, dass wir einen Untersetzer drunter stellen, damit er auf jeden Fall uns nicht austrocknet. Tja, Malus Thuringo. Mal gucken, was daraus später mal wird. Ich habe noch ein paar andere, aber ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ne? Läuft ja nicht weg. Die anderen stehen immer noch im Wasser. Wie gesagt, wir machen jetzt Feierabend für heute. Es ist auch schon Mittag. Ja, manchmal vergeht die Zeit ratzfatz. Morgens fange ich an zu filmen. So die ersten 10, 15 Minuten gehen ratzfatz und dann zieht sich das immer länger. Ja, manchmal ist das so gegeben, machst du ja nichts. Ne? Weil man muss sich auch dann wieder Gedanken machen, was man wohin und dann musst du wieder vorbereiten. Hast du nicht gesehen. Ist halt alles mit Zeit auch verbunden. So, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, weißt Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, der Vielfältigkeit, unsere Birne, da bin ich jetzt mal gespannt drauf, wie die da drauf reagiert. Ja, hoffen wir mal das Beste und dann, ich bin auch überlegen, ob ich die Birnen abmache. Aber ich warte noch ein paar Tage ab, guck mal, wie sich das Bäumchen jetzt entwickelt. Vielleicht haben wir ja Glück oder ich mache es so, dass ich einen Großteil der Birnen abnehme, die sich entwickelt haben schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber besser wäre es schon für den Baum, ne? Dass er dann mehr Kraft selber erstmal tanken kann. Als dass die ganze Kraft dann in die Birnen geht. Ne? Ja, so ist das. Haben wir doch wieder eine ganze Menge geschafft hier. Kriegen wir die Birnen jetzt nochmal drauf hier? Da unten. Moment, da. Da, sieht man die? Ich kann es gerade nicht sehen. Doch, da kann man es sehen. Siehst du wohl, ne? Also sind schon ein paar viele Birnen, würde ich sagen. Auch im oberen Bereich. Zieht er nochmal. Bin ich fast hinten rüber gekippt. Ne? Es sind heftig viele Birnen dran. Also ja, okay, was soll's. Lassen wir jetzt erstmal so stehen, wie es ist. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht hier im Reich der Pflanzen. Dieses Jahr auch mit Obstbäumen.